Hallo rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir holen uns noch einmal schnell... Das ist eine Pütze, stimmt. Wir holen uns noch einmal schnell ein Herzteil. Jetzt werden wir hier hochgehen. Und hier rein. Dann finden wir hier ein Herzteil. Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Und das gibt uns, glaube ich, auch einen weiteren Herzcontainer, ne? Ja. Jetzt haben wir 10 Herzen. Unsere erste Herzreihe ist voll. Und ich glaube, sonst gab es hier eigentlich nichts mehr als Minish zu erledigen. Nee. Scheint nicht so. Ach doch, hier könnten wir noch rein. Was war denn hier nochmal? Boah. Ja, der heiße Dampf tut weh. Hallo? Das Brot von Krümel ist das Beste in ganz Hyrule. Okay. Manchmal stibitzen wir Brotreste. Das ist aber nicht nett. Aber okay. So, ich habe da hinten eine Truhe gesehen, die würde ich ganz gerne haben. Hallo. Das riecht aber gut. Wir lieben Brot. Okay. Oh, nochmal 100 Rubine, alter Vater. Alles klar. Dann haben wir das auch erledigt. Ich glaube, soweit sind wir eigentlich in der Stadt komplett fertig, was das angeht. Also machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja, ich glaube, wir... Alter, meine Stimme, Leute, kackt ab. Es tut mir leid. Meine Stimme ist nicht so der Main. Das Hühnerspiel machen wir irgendwann anders. Das machen wir, glaube ich, ganz zum Schluss. Oder zum relativen Schluss. Ich hab echt keinen Bock drauf. So, wir sind jetzt bei der Lohn-Lohn-Farm. Da oben ist jetzt eine Truhe erschienen. Wollen wir uns die holen? Nein, da kommen wir auch noch später hin. Ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal hier hinten die nächste Flasche ab. Ja, wir hätten uns ja auch hinbeamen können, merke ich gerade. So. Und wir haben die Flasche behalten, sehr schön. Das hat der Hundi schon wieder nicht zu essen, ey. Ja, Fragment! Hab ich nicht. Mann, warum wollen denn immer... Warum gibt's denn so viele grüne Fragmente? Oder Leute, die so viele grüne Fragmente vereinen wollen? Das ist doch ätzend. Kann nicht mal irgendwer rotes Fragment vereinen wollen oder so? Das wäre echt nett. So, ach, da kommen wir noch gar nicht hin, genau. Okay. Dann würde ich sagen... Können wir das erstmal so machen? Ist da oben eigentlich schon wer? Nein, okay. Wir haben hier jetzt ein Minish-Portal. Das können wir auch nochmal später machen. Eigentlich, nee, das können wir alles später machen. Wir brauchen dafür später das vierfache Schwert, sag ich mal. Also wir können uns ja maximal viermal klonen. Und das brauchen wir später. Oh, hier war ich schon drin, stimmt. Das brauchen wir später, um da weiterzumachen. Also von daher belassen wir es dabei. Das lohnt nicht. So. Der ist noch nicht... Ah, will der vielleicht ein Fragment vereinen? Nee. Schade. Miau. Ah, Moment. Nee, ist schon richtig. Okay, hab nichts gesagt. Ist schon richtig, dass wir hier sind. Alles gut. Da muss ich halt noch hin, aber da komme ich noch nicht hin. Das kommt erst später. Wir hatten erstmal hier einen goldenen Mob, genau. Der hält halt echt viel aus, Leute. Ist halt einfach nur stumpfes Raufschlagen eigentlich. Okay. 100 Rubine. Und der ist jetzt auch für immer weg. Also der bleibt jetzt halt weg. Dann haben wir einmal besiegt, konnten uns einmal 100 Rubine holen. Und dann bleibt der weg. So, und hier können wir jetzt erstmal... hindurch. Und... Ja, dieser Weg führt halt zu dem Haus von dem Bürgermeister hier am See. So, oh. Hier könnte eine wundersame Wand sein. Ne, da oben, glaube ich. Ach, ich weiß es echt nicht mehr. Da unten zu den zwei Truhen kommen wir auch noch später irgendwann. Gott. Oh.
Hier dürfte eine wundersame Wand sein, oder? Ja, hier. Sowas ist eine wundersame Wand. Und die will Fragmente vereinen. Und diese Fragmente, die wir mit einer wundersamen Wand vereinen, bringen uns im Endeffekt etwas, was vielleicht nicht mal unbedingt vonnöten wird, aber naja. Ich fühle mich nicht so stark. Eisenerz, yeah! Also der wird durch Berichter, also nur dieses Goron-Event wird von diesen wundersamen Wänden getriggert. Und endlich ist sie offen, ich gehe hinein. Okay. Das heißt, in dieser Höhle ist jetzt eine Wand, die zwei Goron benötigt, um durchbrochen zu werden. Und dahinter ist eine Wand, die dann vier Goron benötigt, um durchbrochen zu werden. Und dahinter ist eine Wand, die sechs Goron benötigt, um durchbrochen zu werden. So, das heißt, es gibt einige wundersame Wände, die wir finden müssen. So, ich weiß gar nicht, ob ich erstmal in das Haus reingehen muss. Nee, muss ich nicht. Gut, ich muss erst einmal hier rein. Also hier lang gehen. So. Wenn die ganze Quest vorbei ist, dann können wir auch erstmal richtig viel Sidequesten. Also dann gibt es so viel zu erledigen, Leute. Ja, es gibt echt viel zu erledigen. Also einiges. Noch nicht überragend krass viel, aber man kann schon einiges tun und das würde ich dann halt auch erstmal von der Liste streichen wollen. Das bringt uns ein paar Herzteile, glaube ich. Das bringt uns ein bisschen bei den wundersamen Wänden weiter. Wir können ein bisschen was abklappern. Und dann geht's wirklich erst mit der Story weiter. Und jetzt auf dem Rückweg hier übrigens sind Gegner. Aber das ist egal. Wir können uns runterkicken, wir landen immer wieder hier auf dieser, ja, was ist das? Auf diesem Blatt. So. Das letzte Buch. Oh, alles überwasten. Sehr geil. Dann können wir jetzt auch erstmal hier abhauen. Und die Bücher wieder zurückbringen alle. Dann sind alle Bücher wieder zurück. Und wir können erstmal ein wenig was machen. Wir können einiges machen. Sogar. Zack. Das ist ja dein Buch, alles über Masken, lange überfällig. Der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht sehr schwierig, das Buch zu bekommen? Ja. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, Doki. Kein Ding. Na gut, du warst eine große Hilfe. Danke deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich tosenden Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. Vater Arco! Würdest du dich bitte darum kümmern? Oh, hier bin ich! Hier ist schon so gut wie erledigt! Njong! Weißt du, so ein alter Knacker. Und voll auf Speed. Njong! Das Bücherregal ist wieder ordentlich wunderbar. Ja, ordentlich wunderbar. Sieh dich nur in Ruhe um. Mache ich. Denn jetzt. Du willst immer noch kein Fragment. Mann. Denn jetzt können wir den Weg zu Lexter gehen. Ah, schön. So, und ich darf nicht vergessen, bevor ich mit Lexter rede, kann ich, glaube ich, mit ihm ein Fragment vereinen. Und ich hoffe, ich habe das richtige Fragment dabei. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. So. Und jetzt, hier unten ist der Eingang zu Lexter. Oh yeah. Ja, Fragment. Nein! Mann, okay, reden wir halt einfach nur mit ihm. Oh, Besuch, eine schöne Ehre. Studios. Was? Studios ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam. Oh yeah, was führt dich zu mir? Oho, ein Tempel des Tropfens? Du willst also dort hineingehen? Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich bitte auf das Kleber dort hinten. Immer mit der Ruhe, stell dich erstmal hin. Okay. Oho, öffne dich Wunderklappe. Was? Hallo! Oho, gut gefallen. Also, ich bin gespannt, ob du es mit meinem Trick gelingt, an das Werkzeug zu gelangen. Okay. Das ist echt nicht nett. Aua, ich habe mir die Hüfte gestoßen. Du hast gar keine Hüfte. Oder das Knie? Es tut auf jeden Fall weh. Dieser Lexter ist mir ein Rätsel. Wie ist er denn
in den Tempel des Tropfens hineingekommen. Die Lösung des Rätsels liegt vor uns, also... Nun, lass uns hinein, was? Lass uns gehen. So, okay. Erstmal alles besiegen und auskundschaften hier. Moment, gab's hier oben eigentlich was hinter dem Wasser? Nee, ne? Aber nur eine Wand. Okay. Einfach nur eine Wand. Dann würde ich gerne einmal darüber. Danke. Ohne Fee. Die nehmen wir uns gleich mit. Hopp. Sehr geil. Zur Not immer eine Fee dabei haben, Leute. Oh Gott. Okay, die haben wir. Okay. So, und jetzt... Leute, seid ihr bereit für... Die Flossen! Yeah, A zum Schwimmen, B zum Tauchen. Man schwimmt hier sogar echt schnell eigentlich. Was war hier unten? Das war der Ausgang, okay. Ah, hier oben war auch noch was, ne? Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, ohne... Ne, da kommen wir noch nicht ran. Mann. So viel, was man noch erledigen muss, ey. Och, Mann. Ich glaube, ich merke mir das alles. Auf jeden Fall können wir schwimmen. Wir können jetzt schwimmen. Ist das nicht schön, Leute? Ist das nicht schön? Wir können jetzt schwimmen. Ach, herrlich. Herrlich. So, wir könnten jetzt nochmal zu Lexter gehen, aber du. Der Arsch, ey. Wir erledigen jetzt erstmal ein paar Kleinigkeiten. Ein paar kleine Dinge. Und zwar gab es ja erstens mal da, wo wir die Schwimmflossen herbekommen haben. Ja, nicht die Schwimmflossen. Nein! Oh. Wo wir... Oh Mann. Das ist unlucky. Das Kraftarmband herbekommen haben. Da können wir ja jetzt noch einmal lang schwimmen. Da gab es ja noch etwas zu holen. Oh Mann. So, da kam ich... Ich komm... Den Weg kam ich gar nicht lang, ne? Aber hier gibt's doch... Ah, ne, das öffnet sich irgendwann. Ich glaube, da öffnet sich irgendwann. Warte, dann kann man da lang gehen. In diesen Wasserfall rein. Aber ich glaube nicht mal als Mensch, sondern als normaler... Mensch, sag ich mal. Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Erstmal hier lang. Ja, ich muss... Mann, ich muss hier durch. Blöde Kuh. Kann ich hier eigentlich rein? Nee, okay. Aber hier gab's was. Dafür müssen wir erstmal weiter hochschwimmen. Okay. So. Okay, eine Truhe. Oh nee, das Herzteil können wir erst später holen, Leute. Oh. Dafür brauchen wir noch was. Oh, das ist nicht dein Ernte, ey. Ich bin den ganzen Weg umsonst hier. Mann. Das ist aber auch gemein platziert. Das ist echt gemein platziert. Da kommen wir nicht lang, okay. Das heißt, ich muss wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Naja. Halb so wild. So, hier lang. Ich glaube, in der Stadt gab es als Minish jetzt nichts mehr zu tun. Nur noch eine Sache als normaler. Als normales Kind, sag ich mal. Normal Größenmensch. Aber das ist auch nebensächlich eigentlich, weil uns das jetzt eh noch nichts bringt. Also werden wir erstmal hier unten ein wenig Zeit kosten. Denn hier haben wir etwas zu erledigen. Hier gab's Feen. Oh, das ist schön. Nummer 1. Nummer 2. Schön. Zack, zack. Und aufgefüllt. Sehr nice. Da kommen wir nochmal später hin. Hier hatten wir noch was, genau. Ganz viele Rubine. Okay, das ist nett. Die nehme ich natürlich gerne mit, ne? Das ist ja nicht nein. So, ansonsten gab es hier unten nichts mehr. Aber da, wo wir gerade das kleine Minischhäuschen, den einen Baum gerade gesehen haben, da können wir jetzt noch etwas machen.
Schon ein bisschen länger, aber es hätte uns nichts gebracht, dadurch, dass wir halt nicht schwimmen konnten. Aber jetzt, wo wir schwimmen können, bringt uns das was. Und zwar ist es wieder so ein Glitzerbaum. Das heißt, wir können da wieder gegenrennen. Habe ich vorhin gar nicht erklärt, ne? Dass wir das machen können. Ich glaube, das wusstet ihr das? Ich weiß es nicht. Und er will ein Fragment fallen. Das ist schön. Das haben wir sogar. Das ist gut. Oh. Hey. Ah, mein ausgemachtes rotes Elixier ist gleich fertig. Okay. Sie hat das neues Elixier im Angebot. Das ist natürlich auch gut, aber okay. Die Dame mit den Pilzen hat frisches Elixier gebraut. Knallrotes Elixier. Wer das vertrinken wird? Ja, ich nicht. Vielleicht. Weiß noch nicht. Gut, wir können jetzt hier als Minisch erstmal lang schwimmen und hier rein. Das war hier ein Herzteil. Oh, lol. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber okay. Oh, natürlich nett. Nehme ich natürlich dankend an. Aber okay. So, dann haben wir jetzt hier als Minisch, glaube ich, auch nichts mehr zu erledigen. Ich glaube, hier in diesem Gebiet, hier links unten auf der Karte, sind wir auch komplett fertig. Hier wird auch, glaube ich, nichts mehr Wichtiges erscheinen. Durch Fragmente oder so. Vielleicht nochmal eine Truhe, ich weiß es nicht genau. Aber nichts wirklich Wichtiges. Hier waren wir auch drin, genau. Oh, oh! Seit wann seid ihr denn da? Guck mal, wer hier ist, Tingle. König Mütze, König Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Natürlich wollen wir das. Das habe ich nicht. Ich habe Fragmente, aber nicht das richtige, Tingle. Es tut mir leid. Das ist ein wenig unlucky. Geht mal weg. Ihr nervt. Du auch. Mann, ich will ihn doch nur besiegen. Warum bist du denn so schnell? Oh, danke. Okay. So, dann will ich jetzt erstmal hier unten wieder lang. In Hoffnung, dass dieser Minisch jetzt endlich ein Fragment vereinen möchte. Das wäre echt schnieke. Ja. Ja, nein, falsches. Das. Und damit wächst dort hinten eine Bohne. Und da oben drauf dürfte sogar ein Herzteil sein. Wieso ist da unten die Wand zugebombt? Also noch nicht aufgebombt. Das ist... Okay. Gut, dass sie die Szene machen, ohne dass die Wand aufgebombt ist. Ey, super, es passt ja irgendwie zusammen. Das ist nice. Sehr schön. Das machen wir... Ja, das wollen wir auch jetzt schnell. Aber diese Ranke hochklettern wird auch... Es wird so ätzend, weil das einfach so lange dauert. Klettern in diesem Spiel, ne? Es dauert so lange. Und es ist wirklich ein Herzteil. Sehr schön. Von diesen Ranken gibt es halt noch ganz viel mehr. Wir sind gleich voll mit Geld. Würde ich nur mal anmerken. Und ich glaube, wir haben auch an sich keine Ausgaben mehr. Merke ich gerade. Also wir haben uns alles gekauft... was wir kaufen konnten. Den Rest kriegen wir halt so zwischendurch. Ah, okay. Stört mich jetzt prinzipiell nicht so. So eine volle Geldbörse, sag ich mal, hat man immer gern. Auch im Wälder. Der da drin will, glaube ich, kein Fragment vereinen. Aber wir können uns gleich noch ein letztes abschließendes Herzteil holen. Aber der hier wird auch noch später wichtig. Es gibt nämlich einen Minisch, der Fragmente vereinen möchte und ein Event bei diesem Minisch hier triggert. So, war ich hier oben schon drin eigentlich? Nein. Oh, stimmt. Bei diesem Eis war das ja so, dass man nicht auf diesem Eis wieder landet, wenn man runterfällt. Oh Gott, oh Gott. Aber ich hätte mir... Nein! Ach, ich... Okay. Zumindest hier. So. Z-Teil hätte ich mir vorher schon holen können, merke ich gerade. Okay. Aber die restlichen beiden Truhen würde ich halt auch noch ganz gern haben. So. Geht weg. Geht weg. Uiuiui. Okay. Konzentrieren.
ich hasse dieses Eis hier, ne? Ah, heilige. So. Die Truhe können wir noch holen. Wieso habe ich das denn vorher nicht gemacht? Kam ich hier vorher nicht lang? Ach, stimmt, wegen dem Wasser unten, ne? Stimmt, ja, okay, gut. Und diese Truhe will ich auch noch haben. Den Damage kassiere ich gerade gerne. Okay. So, dann war's das jetzt aber auch schon wieder mit dem Part. Mensch. Ist ein Ding. Ja, stimmt, hier kam ich nicht weiter, genau. Okay. Aber im Minischdorf können wir auch noch einige Sachen machen, deswegen werde ich mich jetzt doch nochmal verkleinern. Und schon mal ins Minischdorf gehen. Weil hier, ja, gibt's wie gesagt noch ein paar Sachen, die wir erledigen können. Wir gehen mal zum Haus des Ältesten, ne? Auch rein hier. Vielleicht wäre, nein, kein Fragment, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!